Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier bei den Mountain Farmers. Mit dabei heute den Paul, den Uwe, Michael, Lenny und den Ducky. Hallo. Hallo. So, BGA-Auszahlung. Oh, das war jetzt nicht so viel, ne? Paul, das war übrigens gerade der Preis, was wir nehmen in die Stunde, ne? Ja, ich hab schon gemerkt. Für das Geld kaufen wir selber Fahrrad. Aber wir kommen zu zweit, das kann man sehen. Mensch. Leckt das gerade noch bei mir? Alter. Ich dachte gerade, ich kann nicht mehr fahren, aber es ist tatsächlich der Server. Das sind eure Mietkosten wahrscheinlich. Ich hab keine Mietkosten. Ran. Ich leck mich von. Warte. Von Zentimeter zu Zentimeter vorne. Alter, was ist denn hier los? Warte mal, ich stelle mal die Zeit runter. Vielleicht wird's dann besser. Jetzt geht's. Aber irgendwer hat schon wieder super. Irgendwer hat schon wieder Superkraft an. Es ist einfach. Schön. War gerade 0 Uhr, wahrscheinlich ist irgendwas passiert. Sind unsere Kühe reif? Kühe sind reif, kannst sie ernten. Abpflücken quasi. Soll ich nochmal einen Spanngurt drum machen? Nee, warte. Die Kühe. Ja, auch. Du bist auch ein Guter, weißt du? Nicht, dass die umfallen im Stall. Jetzt kannst du nochmal. Ja? Okay. Ich hol mal die letzte noch. Ah, ja? Ich hab's aus Spanngurt geschafft, ich bin leer. Hab ich noch nicht gesehen, dass das geht. Ich ja, auch nicht. Ich hab gedacht, die Spanngurte sind Bettung. Sag mal, hat irgendjemand was zu tun? Ja. Vergrasselage. Ich auch. Ja, das ist super. Komm noch einer? Ich verlade. Ne? Ja, eine habe ich noch. Ich glaube, ich mache Düngemission. Ach, da vorne. Ich komme zu dir. Wow, dann sind wir wieder die Einzigen, die im Gemeinschaftsprojekt arbeiten. Ja, ich komme doch. Ich habe kein so. Vielleicht kannst du ein bisschen zusammenschieben mit dem Weitermann, ne? Weißt du? Muss ich mich da nochmal mehr mit rein. Das wird ja nicht besser. Und ich bezweifle, dass Michael seinen Platz in seinem Deutz freiwillig räumt. Ich bin draußen. Was? Das natürlich. Gut. Das sind Abfahrer. Kollegen. Alter, das Ding ist aber auch mal dreckig, oder? Ja. Nach redest zwei du bei Michael? Stunden, aber bist du durch Schmutz gefahren, damit er dreckiger ist, oder wie? Ja klar, das muss schon lohnen. Chef, sieht eine Arbeit aus. Guck mal, ist dreckig. Soll ich auf Hessen machen? So, ja, jetzt. Bitte. Weißt du, was unser Problem ist? Nee. Wir kriegen die nicht mehr runter. So? Wir müssen jetzt irgendwas besorgen, um die abzuladen. Ich kann die doch einfach so in den Träger fahren, oder? Weiter zurück. Noch weiter zurück? Von so weit hochziehen kannst. Ah, okay. Wir werden sehen. Hatte Angst, dich irgendwie zu erwischen. Ach, du kannst noch so 2 Meter zurückfahren, ohne dass du mir wehtust. Darf ich fragen, warum es 5 Hofläden gibt? Nein. Naja, einen haben wir. Das ist quasi ein Hofsupermarkt. Guck mal unterhalb vom Schweinehof, wobei was da oben liegt. Also die haben dann 4 da stehen. Also wir könnten noch ein bisschen mehr vorspulen, Jungs, da wäre ich auch gleich leer. Achso, ja. Uwe? Leer. Ja. Weiter zurück. Warte. Ah, scheiße. Mach doch nicht so weit zurück. Oh, guck mal, ich kann durch dich durchfahren. Wahnsinn. Ja. So, Abfüllanlage ist voll. Oh. Wieder raus. Werner, ich krieg den Rest bei Uwe rein. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Naja, Werner, du musst das positiv sehen. Ihr kriegt 50%, wir kriegen 50%. Das andere Team war irgendwie nicht anwesend. Ja, soll ich dann nicht mit dem Ladewagen drüber rammeln? Ja, wir haben das ganze Ding geschwartet, wir haben das mit verdichtet und abgeholt. Ja, meinst du, da waren wir nicht mit dabei? Ich glaube nicht, dass einer von euch geschwartet hat. Ihr könnt es gerne alleine machen, aber da kriegt ihr 50% zustimmen. Nee, das geht nicht. Die sind investiert. Ja, klar. Was bist du denn jetzt so einer? Du hast doch die Gemeinschaftsflagge am höchsten gehalten. Und du hast damit angefangen, dass wir nichts kriegen. Kaum am Honig geleckt, na, ist wieder vorbei. Ja, klar. Ich muss mal gucken, was die Kollegen schon wieder verdient haben. Ne? Ist ja. 160 Riesen? Alter Falter. Michael, wir machen auch nur noch Honig. Die BGA verkloppen wir. Mhm. Weißt du, was wir von gestern zu heute verdient haben? Nichts. -1. Ja. So viel. Sag mal, warum fährt denn der nicht mehr? Ich weiß gar nicht, was haben wir von gestern auf heute. Gibt's es irgendwo? Leer.
Da ist doch noch was drin. Nein, es ist leer. Guck, ja. F1. Jetzt schon. Oh, Werner. Grüße. Ja, aber Bolton Werner dachte 3,5. Auch, da ist noch was. Also jetzt ist leer. So, erledigt. Wollen wir uns ein eigenes Gefährt kaufen für Frontlader oder wollen wir eine Palettengabel kaufen? Einfach nur. Du stehst. Wir haben es doch, oder? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Klingt arrogant, aber es ist einfach so. Okay, ihr Arroganten, kann mir mal einer kurz ausrechnen, was 50.000 mal 270 sind? 50.000 mal 270? Ja, also eigentlich 50 mal 270. Das sind 13.500. Ja, das bekommt dann jeder von euch als Anteil für die Grassilage. Bitte was? Lohnt sich ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie man Honig in der Zeit macht. Wenn wir 50.000 hatten durch 3. Wir haben ja auch noch in Gangsetzungskosten gehabt. Was? 2 Mille für die Fläche? Oder 3? 3. Das war ja auch erst der erste Schnitt, ne? Also wenn du das mal 4 rechnest. Wenn du da 4 runterkriegst und wer weiß, wie viel da runterkommt. Wir können nur auf den Lawinenabgang hoffen und gucken, dass die Versicherung bezahlt. Da verdienen wir mehr dran. Vielleicht könntest du da oben ein paar Schneekanonen aufstellen bei dir. Ja, irgendwie muss man da was machen. Was kostet so eine Schneekanone? Ah, weiß ich nicht. Wenn Uwe den Honig in der Zeit mache? Wenn Uwe den kauft, sicher 50.000. Was soll denn das? Wollen wir knuffigen kleinen Radlader oder wollen wir was Größeres? Wie sieht denn ein knuffiger kleiner Radlader aus? Da muss ich jetzt einfach mal fragen. Ja, so Kramergröße. Ich hätte jetzt so ein Thorion 1914 gekauft. Ja, danke, klar. Männer. Dankeschön. Der ist noch nicht ganz drin. Alter, ist hier dunkel. Wenn wir noch ein bisschen sparen, können wir den New Holland kaufen. Ich will den New Holland nicht, der sieht hässlich aus. Oh. Dekadenz. Das ist ja wirklich eine Rolle spielen, so ne? Riesig. Oh, was willst du mit dem hier auf dem kleinen Hof anfangen? Stell den hier einfach hier vorne mitten auf die Straße, damit die Jungs drum rumfahren müssen. Ja toll, der steht dann bloß da oben, weil sie sich den Arsch schaufeln wollen damit. Ich bin sicher gerne gegen Entgelt ausleihen. Für ihre Gemeinschaftsfläche. Okay, gut, dass ich das erst gesagt habe, nachdem die Überweisung kam. Ja, sinnvoll. Ich würde einfach eine Palettengabel, glaube ich, kaufen, oder? Oder hast du Bock auf so ein... Ich will auf jeden Fall nicht so ein Knicklenker-Ding. Aber Uwe, jetzt habe ich doch eine Frage. Ja. Du willst kein Knicklenker-Ding. Scheiße. Du teilst 50.000 durch 3 und bekommst 13 raus. Achso, nein, die 50.000 sind 13.000 Euro, also mal 3, also haben wir theoretisch... Also, na, wenn ich 13 mal 3 rechne... Euro einnehmen. Deswegen, ja. Moment, habe ich euch zu viel, zu wenig überwiesen? 13 ich hab mal 3 sind 40. Zugerufen wurde. 13 mal 3 sind 40 und du hast gesagt, du hast 50 angenommen. Ja, 50.000 Liter Grassilage pro Team. Du hast mir gesagt, ich soll dir ausrechnen, was 50 mal 270 ist. Ja, genau. Weil du ja, passt doch. Wir haben gerade Geld die ganze Zeit. 270 Euro. So, und 50.000 sind ja 50 mal 1.000 Liter. Also 50.000 mal 3 sind 150. Wir haben da gerade 170 rausgefahren. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir noch von uns was drauf hatten. Ich habe aber Lenny, komm mal mit. In der letzten Folge darauf hingewiesen, die Zuschauer dürfen gerne schreiben, falls ich mich vertan habe. Danke, ich will nicht sagen, aber die bescheißen uns. Ja. Wir gehen auf unsere eigenen Bäume. Gut. Ja. Möchtest du noch einen Tausender mehr haben? Einer. Ich würde dich mal kurz mitnehmen, Werner. Ja, zieh mir mal ganz kräftig. Jo. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie an Geld kommen. Ja. Was haben wir vor? Ich weiß nicht, aber wir sind diejenigen, die am wenigsten Geld machen auf jeden Fall. Wenn du überlegst, Paul macht 2.000 pro Stunde. Ja, weil die haben halt Honig gemacht. Also wir haben halt diese Bäume, aber die bringen halt nicht so viel, leider. Die bringen halt nichts, ne. Das ist halt das Problem, aber das hast du halt vorher nicht wissen können. Also wir können auch diese Honiggeschichte machen, das ist ja kein Ding, aber... Ja, und Uwe bekommt mit seiner BGA und den ganzen Mietflächen, die er hat halt richtig viel Geld rein. Also eigentlich reißen wir uns nur den Arsch auf für eigentlich nichts. Ja. Weil hier theoretisch, da wo die Anhänger stehen und der Ladewagen stehen, ne, da können wir theoretisch auch irgendwas mit Honig hinstellen, weil das kannst du ja auch nebenbei machen. Theoretisch. Wenn du dich nicht so schusselig anstellst wie die anderen zwei, kommst du da richtig Kohle rausholen. Nee, eben. Und, also im Prinzip haben wir nicht so viel Arbeit, dass wir dauerhaft beide beschäftigt sind. Das sind dann mal Momente. Ja, aber das kostet halt wieder Geld, ne? Ja.
Also ein Hofladen kostet ja 15.000. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was die Honigproduktion kostet, aber ich glaube, Paul sagte, er bräuchte einen so einen Bienenstock für einen Hofladen. Gut, der Bienenstock an der Physik ist ja nicht teuer, glaube ich. Warte. Glaube auch. Also die Honigapfelstation kostet 15.000, die Honigschleuder kostet 5.000, die Honigbox kostet 50 und die Bienen kosten 70. Und die Waben kosten 40. Also es ist jetzt überschaubar. Und der Honigraum kostet 2.000. Das heißt, wir müssten gucken, können wir noch ein paar Silageballen vielleicht irgendwo verkaufen? Wir können noch hier so ein paar Silageballen bestimmt verkaufen. Weil viel ist es ja nicht, was uns fehlt, sag ich mal, ne? Oh, du Scheiße. Oh. Nee. Oder bin ich da falsch? Hast du jetzt gerade gerechnet? Das waren 15.000 für den Hofladen, 15 für die Schleuder, 5 für die andere. Warte mal, ich mach mal kurz eine Liste. Ja. Okay, das heißt, wir brauchen den Hofladen mit wie viel? 15.000, meine ich, waren 15.000. Das. So, dann brauchen wir ja den Bienenstock, heißt das, oder? Glaube ich. Was kostet der? 2.000? Ich guck mal, wo der ist. Honig, also der kostet 2.000. Honigraum, ja? Der Honigraum, genau, der kostet 2.000, ja. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch ein bisschen Imkereibedarf. Wie viel brauchen wir Honigwaben? Oh, das weiß ich nicht. Sag aber die mal, kosten ja ungefähr nichts. Sagen wir mal 10, nur dass wir sicher sind, ne? Mhm. Das sind 400 Euro. Dann brauchen wir die Honigbox. Wie viel brauchen wir davon? Auch 10? Teilt 8 derer Gläser Honig. Ich nehme mal 10 an, okay? Das sind 500 Euro. Dann denke ich mir mal eine Honigschleuder. Ich denke auch, ja. 5.000. Dann ein paar Bienen. Wie viel brauchen wir denn Bienen? Rechnen wir mal 5, okay? Ja. 350 Euro. So, was brauchen wir noch? Die Honigapfelstation. Also Anlage 15. Heißt eigentlich 15.000. Habe ich was vergessen? Glaube nicht. So, warte mal. 15 sind 30, 32. 37, 9, 8 und, also mit 38.500 können wir das alles holen. Ja. 38.500. Da sind wir nicht mal so weit von entfernt. Das wollte ich gerade sagen. Also das geht eigentlich. Haben wir noch was im Lager, was weg könnte? Nur mal jetzt rein theoretisch gefragt. Wir packen da immer rein. Also guck mal, Heu kostet 120, bringt 120 Euro. Und wir haben gesagt, wir haben viel zu viel Heu. Das stimmt, ja. Wenn ich jetzt mal ausrechne, was geht in so einen Ladewagen rein? 30.000. 30.000. 30 mal 120 sind 3.600 pro Ladung. Ja, und können davon bestimmt 2 bis 3 verkaufen. Würde ich auch sagen. Das können wir auf alle Fälle schon mal machen. Dann schauen wir mal, was wir noch drin haben. Was machen wir denn mit dem? Brauchen wir das Kleeheu? Ich meine, das brauchten wir auch, ja. Ich gucke einmal kurz. Lass mal das mal da liegen. Kleeheu brauchen wir ja. Gut, dann lassen wir das mal drin. Mehr Produktivität nachher. Ja, was natürlich immer noch eine Streitfrage. Also Streitfrage ist jetzt falsch, aber was ist denn jetzt eigentlich mit der 7172? Ich würde sagen, sobald wir sie abgeendet haben, können wir sie ruhig abtreten, ja. Aber die bringen halt zusammen auch nur 15.000. Nee, eine, also die 71 bringt 34.000 und die 72 27.000. Das stimmt. Also zusammen wären das 61 roundabout. Ja, stimmt. Das wäre jetzt nicht so verkehrt. Das ist aber alles noch im Wachstum, das dauert alles noch ein Ticken. Unsere Grasflächen wären wieder reif. Unsere Grasflächen, oh ja. Die sind wieder reif. Ich würde es halt cool finden, wenn wir jetzt irgendwie Silage wegbringen. Also wenn du willst, kannst du Silage wegbringen. Und ich würde erstmal so 3 Ladewegen mit Heu wegbringen. Und dann schauen wir mal einfach, wo wir hinkommen. Ja, für Silage hier brauche ich dann aber den Fendt, weil dann, wir das mit dem Frontrad aufladen. Ja, dann nehme ich den Deutz, ist kein Ding. Okay. Dann machen wir das mal so. Die Folge ist jetzt gleich vorbei. Und dann abmähen können wir dann immer noch. Weißt du, das läuft ja nicht weg. Wir haben 6 Uhr morgens. Nee, genau, also wir können es auch jetzt uns mal einmal wachsen lassen. Dann kriegen ja, wir lassen es noch wachsen, komm. Ist das alles Grassilage? Warte mal, wo können wir denn die Grassilage wegbringen? Alles Grassilage, ja. Ja, im Zweifel zu Uwe. 200 beim Futterverkauf, wie viel bringt. Ja, der Uwe zahlt ja nichts.
Also der Uwe zahlt 170 ja, wollte Uwe zahlen pro 1000. Ja, aber die haben 80.000, die werden uns das nicht ausbezahlen. Hm. Glaube ich zumindest. Ja, ist schwierig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Können wir 10 verkaufen, 10 Stück? Das können wir machen, ja. Dann haben wir noch 5 hier liegen. Lass mich mal kurz überschlagsmäßig rechnen. 10 Balden sind 40.000 Liter, ne? Genau. Wie viel zahlt er? 270. Das sind 10.800, das ist nix. Also, nix, aber, ne? Mhm. Gut, das mit dem Heu zusammen, das wird dann schon, da wird ein Schuh draus. Oder bist du dafür? Doch. Was ich auch mega feiern würde, aber ich lass mich da gerne von dir belehren, können wir nicht dieses Honigzeug hier reinstellen? Ich feiere das mega, wenn es irgendwie hier unter Dach ist. Theoretisch können wir hier an dieser Seite das zumachen, ja. Das wäre mega geil. Also, wir haben halt hier den Werkstatt-Trigger. Ja. Oder hier dran, wenn das geht. Wahrscheinlich passt das von der Höhe nicht. Nee, das wird sich nicht ausgehen. Aber eine andere Geschichte, weil ich es gerade sehe, brauchen wir alles, was hier steht? Den hier glaube ich nicht. Das Ladewagenmodul brauchen wir doch eigentlich nicht, oder? Ladewagenmodul brauchen wir glaube ich nicht. Den Holzanhänger würde ich vielleicht sogar behalten. Ich mache das Ladewagenmodul. Soll ich das Ladewagenmodul mal wegmachen? Das können wir glaube ich wegmachen, ja. Ja, ich mache das mal weg. Hm. Das siehst du. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das lass mal. Okay, gut. Wobei, den können wir eigentlich auch, oder? Eigentlich kann der weg, oder? Weil da ist halt noch Weizen drauf. Für die Hühner. Okay, ich werde die Hühner füttern und das irgendwo abladen. Wir haben ja ein Silo, oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben ein Silo. Wir haben hier hinten ein Silo. Wo? Hier hinten ist, meine ich, ein Silo. Hier. Lol. Okay, wir gehen hoch, wir testen das. Wir verlieren kein Wort über die Worte, ne? Alles klar. Wunderbar. Grüßt. Auf die Wiese stellen. Falscher Raum. Grüß euch. Hallo. Servus. Wo wart ihr denn gerade? Wir stellen sie halt beim oberen Hof quasi in diese Landzunge an Berg hin. Weil da mähen wir eh nicht so gern. Ach so, ja, das geht auch. Aber wir müssen da Mist hinbringen, ne? Und Wasser, also. Das geht ja trotzdem. Wir haben ja den Garten. Werner macht gerne einfach ein Ende, ne? Guck mal, wir haben ja jetzt relativ viel Geld. Ich bin am Aufzeigen, aber ich komme nicht. Ja, einfach knallhart rein. Die beiden kennen keinen Ende. Gut, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.